Liebe YouTube-Freunde, ich habe für euch heute mal ein neues Spiel fürs NES. Ja, also als Original-Cartridge fürs NES. Ihr könnt es aber auch per ROM im Emulator spielen. Das heißt, wenn ihr das Spiel hier kauft, ich habe es in Broke Studios über Frankreich bekommen. Da könnt ihr schon sehen, das ist von Lehen Software. Dann bekommt ihr nicht nur das Spiel halt zugeschickt, so wie ich es jetzt hier habe in einer hübschen Verpackung, sondern ihr bekommt auch eine ROM zum Runterladen und die läuft halt in den gängigen Emulatoren. Und deswegen könnt ihr es natürlich auf mehreren Systemen spielen. Aber als Modul habe ich es mir halt gekauft, weil ich es besonders hübsch finde. Das Ganze ist eine ziemlich abgefahrene Kiste. Ihr seht schon, da gibt es Debs, das ist hier das Mädel. Und dazu später mehr. Und die hat ihren Oktopus auf dem Kopf. Und die zwei müssen zusammen allerhand Abenteuer bestehen. Und das ist halt ein typischer Plattformer, aber mit einer ganzen Menge verrückter Erfindungen. Hier seht ihr so ein paar Ausschnitte aus diversen Welten. Und ja, was gibt es denn dann in dem Spiel oder beziehungsweise was ist denn da drin in dem Karton? Da haben wir zum einen einmal ein sehr schönes Manual, da komme ich gleich nochmal zu, vollfarbig. Dann haben wir hier natürlich das Spiel in so einem Dust Sleeve, wie sich das gehört. Und dann mit einem netten Etikett dazu. Manche haben sich beschwert, weil es kein Back-Etikett hat. Ne? Bei manchen Spielen geht das hier noch so ein Stückchen weiter. Also ich finde jetzt, das ist Meckern auf hohem Niveau. Das Modul ist super stabil verarbeitet. Im Gegensatz zu anderen Homebrew-Modulen, die ich schon mal hatte, ist das auch nicht so, dass es hier an der Seite irgendwie so labberig ist, dass man es hier wieder aufbiegen könnte oder irgendwie sowas. Das ist also wirklich eine tolle Qualität. Einige hatten wohl, das war im Kickstarter-Projekt, bei den frühen Kickstartern wohl das Problem, dass das hier nicht richtig draufklebt oder irgendwie schräg drauf war. Das kann ich jetzt hier nicht bestätigen. Ihr seht, es klebt halt super und es ist auch schön gerade und es sieht auch schön aus. Also ich habe jetzt kein Problem mit dem Modul. Ich habe es also im originalen NES getestet. Ich habe es im Retron 1 HD getestet. Da läuft es auf jeden Fall toll. Bei letzterem sogar witzigerweise mal mit einer relativ getreuen Farbpalette. Sieht also auf jeden Fall gut aus. Ich habe es auf dem Retrofil getestet. Da läuft interessanterweise die ROM, aber nicht das Modul. Warum auch immer. Muss ich nicht verstehen. So, und dann, also habe ich euch schon gesagt, ein sehr, sehr hübsches Handbuch hier. Da erfahrt ihr was zur Hintergrundgeschichte. Die Hintergrundgeschichte ist allerdings völlig Banane. Gut, ja, wer braucht die bei einem Plattformer schon? Aber ich dachte schon irgendwie mit diesem komischen Viehzeugs auf dem Kopf, dass man da vielleicht irgendwie noch einen interessanten Background kriegt oder so. Mit dem ist nicht so. Das heißt, die Story ist echt hanebüchen. Und dann gibt es noch so ein bisschen was über die Kickstarter und wie es gelaufen ist. Das ist ganz nett. Ja, also kurze Story. Debs hier, das ist sie hier, die landet halt mit ihrem Raumschiff in einem Kryoschlaf, in dem sie sich wohl befindet, auf einem fremden Planeten. Gibt es so eine Crashlandung. Und sie muss halt dann jetzt versuchen, wie sie da jetzt klarkommt. Ihr Raumschiff wird dann überfallen und sie muss dann neue Teile für ihr Raumschiff finden, beziehungsweise muss die Alten dann, die irgendwelche Baddies gemobst haben, dann wiederbekommen. Und da schlägt sich dann durch insgesamt 12 Levels und muss versuchen, ihr Raumschiff wieder flott zu bekommen. So, und während das Ganze passiert, landet eben dieser komische Oktopus auf ihrem Kopf und fortan sind die beiden jetzt irgendwie so ein symbiotisches Team. Das heißt also, Debs hat weniger von dieser Symbiose, der Oktopus klebt einfach nur da drauf. Und das Interessante jetzt an diesem Oktopus ist, der muss immer solche, wo haben wir es? Da, der muss immer solche Kristalle sammeln, damit der überleben kann. Und das ist dann auch schon gleich die Schwierigkeit bei dem Spiel. Hier seht ihr die unterschiedlichen Welten, die es gibt. Und die sind dann in mehrere Sublevels aufgeteilt. Ich habe jetzt noch keine Bossgegner gefunden. Das hat aber vielleicht auch Gründe. Dazu komme ich aber später noch. Das Problem mit den Kristallen ist folgendes. Die Kristalle sind so eine Art Lebensleiste und die nehmen ständig ab. Und wenn man nicht ständig neue Kristalle sucht, ist man tatsächlich relativ schnell, sehr schnell tot. Und dementsprechend muss man also den Oktopus immer wieder mit diesen Kristallen füttern, damit es weitergeht. Das ist so fies, dass selbst wenn ihr ein Level wechselt und einen halt hinter euch gebracht habt und geschafft habt, dass selbst dann diese Kristalle nicht irgendwie wieder auf einen bestimmten Zähler raufgesetzt werden, sondern einfach da weiter abbauen, wo ihr zuletzt wart. Wenn ihr also in einem tricky Level seid, das ist zeitbasiert und diese Kristalle nehmen mit der Zeit einfach ab, dann habt ihr einfach das Problem,
dass es immer weniger werden und ihr dann den nächsten Level praktisch überhaupt nicht mehr schaffen könnt. Das ist schon richtig, richtig fies. Ansonsten, ja, steuerungstechnisch das Ganze simpel. Jedenfalls in der blanken Theorie. In der Praxis seht ihr gleich, dass das gar nicht so simpel ist. Man kann up, down, left, right sich bewegen. Wobei up und down eigentlich nur beim Springen interessant ist. Pausefunktion hat das Spiel, sondern gibt es einen Dash-Button und einen Jump-Button. So, das ist total wichtig, weil man in diesem Spiel ständig dashen muss, um überall dran zu kommen, um weiterzukommen, um alle Extras abzugreifen. Extras gibt es auch eine ganze Menge, das seht ihr hier auch. Dann gibt es hier noch ein paar Feinde, die es natürlich wie immer zu besiegen gilt. Dann gibt es noch ein paar Besonderheiten und noch so ein paar Nettigkeiten. Hier gibt es noch ein paar Anmerkungen zu den Leuten vom Kickstarter. Und ja, noch ein paar Dankeschöns. Dann habt ihr hier noch einen Platz für Notizen. Das gab es ja früher auch mal für Cheatcodes oder irgendwie sowas. Mir werden hier allerdings keine bekannt. So, also wir gucken gleich ins Spiel rein und dann zeige ich euch, warum das mit dem Dashen gar nicht so einfach ist, obwohl das Spiel eigentlich darauf basiert. Und dann zeige ich euch überhaupt einfach, wie das Spiel läuft. Ich habe das in mehrere Abschnitte gegliedert, dass ihr mal verschiedene Maschinen seht, auf denen es läuft. Ja, bis gleich. So, ich habe euch jetzt erstmal Naps und Daps hier auf der Handheld-Fassung von Plego zu zeigen. Einfach deswegen, weil ich hier am weitesten gekommen bin. Das Ding habe ich halt immer dabei und es hat einen super Vorteil, nämlich die Knöpfe sind sehr eng aneinander und ihr werdet gleich sehen, warum das wichtig ist. Starten wir das Spiel ganz einfach mal. Sorry, leiser geht das leider nicht. Das liegt am Plego. Wer meinen Test zum Plego gesehen hat, wird wissen, warum das so ist. So. Es gibt übrigens eine ganz, ganz nette Hintergrundmusik, die macht relativ schnell süchtig, die ist irgendwie wirklich toll. So, jetzt seht ihr also hier springen und teilweise eben wirklich hier Kanten genau, das versuche ich hier gerade mal vorzumachen, ist also schon mal sehr gut gelöst, ja, also die Steuerung ist wirklich toll. Up, down, habt ihr gerade gesehen, braucht man wirklich nur beim Springen, sowas wie ducken oder so geht nicht. So, und jetzt seht ihr schon, da unten leert sich die Anzeige dieser Kristalle rapide, das heißt, ich muss jetzt welche einfangen. Und ihr seht, das hilft nur kurzfristig. Man muss also relativ schnell durch die Level. Und dazu hilft dann eben hier dieser Dash. So, das seht ihr, dann wird die kurzfristig blau und dann dasht die hier so durch. Und dann kann man hier so Extras aufsammeln und das ist halt auch ganz wichtig. Und wie gesagt, immer dran denken, die ganzen Kristalle, die sind hier wirklich super wichtig, sonst kommt man nicht weiter. So, und dann seht ihr, dann wird da unten die Anzeige wieder gefüllt und die Musik ist schon nicht mehr so ganz panisch. So, und dann muss man eben darauf achten, dass man wirklich alles einsammelt, was sich nicht bewegt. Hier ist dann aber schon der Rückweg versperrt, wie ihr seht. Deswegen ist das schon gar nicht mehr so einfach. Hier haben wir zum Beispiel so ein Extra, wo man die Zeit anhalten kann. So, und was ihr auch seht, ist, wenn man das Dashen hier so verkettet, dann kommt man auch in höher gelegene Abschnitte, an die man sonst gar nicht rankäme. Und dann hat man halt relativ schnell ein Level geschafft. Jedenfalls in der blanken Theorie, denn, und das ist jetzt das Schwierige, das Dashen kann man auch verketten, und das habt ihr gerade gesehen, auch wenn ihr es vielleicht nicht wisst, indem man zum Beispiel was aufsammelt. Solange sie halt einen Widerstand hat und irgendwas aufsammelt, dasht sie einfach weiter. So, wenn ich die Kette jetzt aber unterbreche, so wie hier jetzt zum Beispiel, so, dann habe ich nämlich das Problem, dann muss ich super genau springen, damit sie jetzt zum Beispiel da oben hinkommt. Wenn ich das nämlich nicht mache, dann kann ich hier nämlich relativ lange rumhantieren, bis ich dann wieder eine Chance habe, nach da oben zu kommen. Das heißt, man muss super genau dashen und super genau überlegen, was denn jetzt da so in der Nähe ist, damit man das hinbekommt und damit man auch wirklich an die Stelle drankommt, die man jetzt eigentlich haben will. Und das ist tatsächlich teilweise sowas von hackezacke schwer. Ja, hier seht ihr jetzt, also ich habe genau den Winkel getroffen, jetzt funkt das auch wieder. Und wenn man das nicht richtig macht, dann hat man echt keine Chance weiterzukommen. Und da gibt es echt Teile in diesem Spiel, die sind fies. Wirklich total fies. So, und das Problem daran ist wirklich, es geht aber nicht anders. Das heißt, man muss einfach genau timen und genau springen. Denn ansonsten ist man sofort tot und hat halt keine Chance, hier weiterzukommen. So, und man darf zum Beispiel nicht mit diesen Tropfen, die hier aus diesen Lampenfallen in Berührung kommen. Und das halt alles gleichzeitig macht das Spiel eben teilweise wahnsinnig schwer. Das heißt, die Levels sind eigentlich relativ kurz. Aber dadurch, dass man dieses Dashen so genau einsetzen muss, ist es halt teilweise wahnsinnig schwer. Wir gucken uns das jetzt gleich nochmal ein bisschen auf anderen Systemen auf einem etwas größeren Bildschirm an, damit ihr nochmal einen Vergleich habt. Ich habe euch jetzt hier mal das Bild vom Retro Freak eingefangen, weil das von den Farben her aus meiner Sicht wirklich ganz besonders hübsch ist und weil es dann eben auch besonders nett aussieht.
Kontrast wirklich schön, so dass ihr seht, wie das Spiel halt in seiner vollen Pracht dann auch aussehen soll. Was ich hier übrigens nett finde, das habt ihr vielleicht eben schon mal gesehen, man kann schon im Startbildschirm hier rumhüpfen. Und ich weiß nicht, ob das einen Sinn macht, aber oft so haben wir Abschnitte hier, wo es ganz kleine Ecken gibt, wo man aus Versehen mal hinhopst und wo man dann feststellt, ach, da ist auch ein Extra. Und das scheint wichtig zu sein. Also vielleicht ist das hier auch irgendwie so ein Goodie, was hier versteckt ist und ich habe es einfach noch nicht gefunden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Nett sind hier auch diese kleinen Zwischenbildschirme. So, und hier seht ihr dann jetzt halt wieder das Gameplay, was wir eben auch schon gezeigt haben. Nur, dass man es halt jetzt nochmal auf dem großen Screen und mit ein bisschen besserer Quali sehen kann. Was man hier eben ganz deutlich nochmal sieht, also ich kann diese ganzen Sprünge hier verketten und solange ich nicht auf einen Gegner stoße, so wie jetzt, machen Naps und Daps das einfach so, dass sie halt dann gechillt durch die Gegend dashen. Das Problem dabei ist wirklich, dass man das wirklich genau timen muss. So wie hier jetzt zum Beispiel, hätte ich nochmal ganz kurze Zehntelsekunde nochmal auf den Dash-Button drücken müssen, um das hinzubekommen, was ich eigentlich wollte. Und das macht es eben teilweise wirklich schwer. Und dann eben noch mit diesem Wahnsinns-Zeitlimit. Ja, da habt ihr es wieder. Also, da ist es einfach so, dass wirklich an manchen Stellen das Spiel einfach irre fies ist. Also bis zu den Stellen, wo ich eigentlich normalerweise die Raumschiffteile einsammeln müsste, bin ich tatsächlich noch nicht gekommen. Und das heißt schon was. Ich spiele dieses Spiel nämlich jetzt schon wirklich verflixt lange. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich arbeite tatsächlich hier auch mit Save States, damit es funktioniert. Hier auf der Konsole habe ich jetzt noch keine, weil ich es auch auf dem Original NES nicht mit Save States spiele. So, und man muss also ganz klar sagen, dieses Dashen, also hier sieht man es halt auch nochmal, ne, ist an sich so gemacht, dass es funktioniert und dass es auch gut funktioniert. Aber je nachdem, in welcher Spielsituation man sich befindet und je nachdem, wie hektisch es ist und je nachdem, wie viele Gegner es gibt, Gangster hätte ich jetzt schon fast gesagt, das sind natürlich auch alle so kleine Gangster, die hier rumhopsen. Da ist es natürlich schon so, dass man wirklich extrem genau spielen muss. Und da ist es dann aus meiner Sicht teilweise zu viel des Guten. Also verstehe mich nicht falsch. Ich liebe schwere Spiele und ich mag eine gute Herausforderung. Deswegen mag ich auch dieses Spiel sehr gerne. Das ist wirklich toll. Aber an manchen Stellen sind so Sachen, so wie jetzt zum Beispiel gerade, man muss dashen, um da hinzukommen, aber man muss einen Millimeter vorher halt aufhören, damit man es nicht versaut. Also an manchen Stellen ist das Spiel einfach zu unnachgiebig. Da bin ich also wirklich der Meinung, da hätte man das Ganze ein klein bisschen freundlicher gestalten können. Wobei, vielleicht hätten es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade schon getan. Ne? Das kann ich jetzt nicht so hundertprozentig sagen. Das heißt, ich spiele diesen Level jetzt zum gefühlt 500. Mal und ich kann den eigentlich. Ne? Ihr habt es ja eben schon gesehen, eben bin ich in einem Rutsch mal durchgedasht. Rein theoretisch ist das, wie gesagt, gar nicht so schwer. Aber es gibt immer wieder so Ecken und Elemente, wo man wirklich sagt, wow, das ist jetzt echt nicht euer Ernst. Ja? Oder wo man dann eben wirklich in der Luft mehrere Ketten ziehen muss oder eben gucken muss, dass man bestimmte Goodies einsammelt. Also das ist teilweise wirklich hakelig. Und das ist insofern auch schade, weil es immer auch wieder so kleine Passagen gibt, wo es Geheimnisse zu entdecken gibt oder wo es im Level was Interessantes zu sehen gibt. Und trotzdem, so wie jetzt hier zum Beispiel, auch wenn man weiß, wie es geht, man stirbt immer wieder an derselben Stelle. Jetzt muss man dazu sagen, das ist jetzt eins von den Spielen, das eigentlich fair konstruiert ist. Also, ne, wie gesagt, die Steuerung funktioniert und das ist jetzt auch nicht so, dass das irgendwie besonders übel gemacht wäre, dass man das deswegen nicht hinbekäme oder so. Aber es ist einfach, ja, es ist einfach zackig schwer. Und wie gesagt, ich habe nichts gegen schwere Spiele, aber hier hat man dann doch teilweise aus meiner Sicht ein bisschen übertrieben. Und das Gleiche gilt eben auch für den Timer, der dann da unten sehr gnadenlos läuft. Und wenn man eben ein ganz schweres Level hat und sich gefreut hat, wow, jetzt habe ich es endlich und dann ist der Timer zu Ende und man kann im neuen Level erst gar nicht starten, ja, dann ist das schon irgendwie ein bisschen arg nervig. Also so im Schnitt fange ich zwischen 40 und 50 Steinen im nächsten Level an und muss dann auch gucken, dass ich damit durchkomme. Normal funktioniert das auch. Aber manchmal ist es eben auch so, dass es dann eben nicht reicht und ja. Also ich sag mal, so ein paar Kleinigkeiten, die hätten dem Spiel gut getan. Zum einen hätte ich mich gefreut, wenn wir vielleicht ein paar Zwischensequenzen gehabt haben. Vielleicht gibt es welche und ich bin bis da noch gar nicht gekommen. Mag sein, würde ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Zumindest so ein paar
Bilder zwischendrin, sodass das Ganze ein bisschen aufgelockert ist. Dann hätte es der Sache vielleicht gut getan, wenn man nicht nur dashen, sondern vielleicht auf die Feinde hätte springen können oder irgendwie sowas. Dann die ganzen Extras, die man aufsammelt, machen am Spielverlauf einfach nicht so furchtbar viel. Und das ist schade, denn man hat hier eine Menge aufzusammeln, zu gucken und zu erforschen. Denn dieses Zeitlimit ist einfach nervig. Also klar kann ich den Zeitbalken wieder auffüllen, indem ich hier diese Kristalle sammle. Klar, das ist ja der Sinn des Spiels. Aber das fühlt sich irgendwie nicht so an wie zum Beispiel das Ringe sammeln bei Sonic oder das Münzen sammeln bei Mario. Das ist natürlich hier auch ein deutlich wichtigeres Element in dem Spiel, ist gar keine Frage. Ne? Trotzdem hat man immer so das Gefühl, oh Mann, also ich würde vielleicht noch ein bisschen in dem Level rumstreunern wollen, was sehen wollen. Das fühlt sich halt alles so an, als ob man einfach nur mit dem Schwierigkeitsgrad den Level steuert. Und das finde ich ein bisschen schade. Also ich möchte gerne eben auch ein bisschen was vom Spiel sehen. Und also das ist eben wirklich kein typischer Plattformer im Sinne von, man hat jetzt also einfach nur so Geschicklichkeitspassagen und hat eine abwechslungsreiche Welt und viele Endbosse und muss das hinkriegen. Sondern hier geht es wirklich darum, dass man die Spielmechanik beherrscht. Das macht Spaß, das ist klasse, gar keine Frage. Ich finde das super und es ist eine Riesenherausforderung. Das ist sicherlich auch ein Spiel, ich sage ja, ich spiele hier schon stundenlang dran und ich werde mich da auch noch mehr drin verbeißen und es gefällt mir auch gut. Aber die Abwechslung bleibt so ein bisschen auf der Strecke und wie gesagt, das ist so teilweise so extrem heftig vom Schwierigkeitsgrad her, dass man eben auch manchmal ein bisschen frustriert ist. Wer schwierige Spiele mag, der wird hier verflucht gut bedient. Das ist also gar keine Frage. Ja, also wer schwierige Spiele mag, der wird sofort sagen, ja, das ist was für mich. Aber man muss wissen, die Schwierigkeit besteht einzig und allein in der Spielmechanik. Sie besteht nicht darin, irgendwelche besonderen Elemente freizuschalten. Sie besteht nicht darin, irgendwelche Baddies besonders trickreich auszuschalten. Und sie besteht auch nicht darin, die Levels bis ins Letzte zu erkunden, sondern besteht einzig und allein darin, springen und dashe richtig in der richtigen Kombination. Man muss die Levels also mehr oder weniger auswendig lernen und dann hat man Erfolg. Das ist super umgesetzt. Die Figuren, die Steuerung, das ist alles toll gemacht. Die Grafik ist wirklich schön. Nur eben, mir persönlich fehlt es ein bisschen an Abwechslung und ich finde, man hätte aus dem Spielprinzip mehr rausholen können. Ja, ist es für mich eine Kaufempfehlung? Ja, auf jeden Fall. Also, wenn man, wie gesagt, auf diese Art von Spiel und Herausforderung steht, es ist ein ganz tolles Spiel, es läuft super flüssig, wie ihr gerade seht, auch auf dem Original-NES, auch auf den anderen Konsolen, die ich getestet habe, ihr habt es eben gesehen, auf dem Handheld, es läuft einfach super schön, super flüssig, kein Sprite-Flackern, kein Ruckeln, also da hat man technisch ganz tief in die Trickkiste gegriffen, das ist auf jeden Fall super sehenswert, das ist toll und wem das Originalmodul zu teuer ist, der kann auch für etwa 10 Euro sich nur die ROM kaufen und dann ist man auf jeden Fall gut bedient und hat auf jeden Fall ein tolles Spiel, was man im Emulator zocken kann. Gar keine Frage. Ist es für jeden was? Nein, definitiv nicht, denn wie ich schon sagte, wer auf Plattformer steht, sollte wissen, dass es kein weder Metroidvania ist, noch irgendwas, was man mit Mario oder ähnlichen Genregrößen vergleichen kann. Auch wenn es hier ums Tempo geht, es ist auch kein Sonic-Abklatsch. Es ist eine ganz eigenständige Idee und die ist auch ganz konsequent umgesetzt und die muss man mögen, sonst wird man das Spiel eben nicht mögen können. Das ist eine ganz klare Kiste. Wie gesagt, technisch toll gemacht, Steuerung toll, Sound toll, Grafik toll, Spielprinzip, wenn man es mag, auch toll, Herausforderung, beinhart. Von mir auf jeden Fall ein Tipp. Ich mag es, ich würde es, wie gesagt, auch nochmal kaufen. Aber es ist, glaube ich, schon so, dass man sich mit dem Spiel anfreunden muss, auch wirklich länger damit beschäftigen muss und das auch mögen muss. Also 0815 Durchschnittsplattformer ist es auf keinen Fall. Naps and Dabs von mir auf jeden Fall eine Empfehlung. Aber für die Leute, für euch, die auf beinharte Herausforderungen stehen und vielleicht das Ganze, was man sonst so als Einheitsbrei kennt, einfach mal leid sind und einfach mal was anderes sehen wollen. Ja, das war's von mir für heute. Bis dann. Ciao.